Die Sachen, die ich lese, spielen ja auch alle in Berlin, also meiner Stadt, vor 100 Jahren oder 130 Jahren. Und das ist einfach für mich interessant. Ich mag diese Zeit sowieso, die Jahrhundertwende, und die Zeit danach interessiere mich dafür. Und dann darüber Romane lesen zu können und dann nach dem Lesen aus dem Studio zu kommen, durch die Stadt zu laufen, quasi in dem Buch, was man gerade gelesen hat, und alles nochmal so vor sich zu sehen, wie sah das aus vor so langer Zeit und wie haben die Leute da gelebt und gesprochen und wie waren die überhaupt, meine Vorfahren, das ist einfach interessant.